Aus China hat uns jetzt etwas Neues erreicht. Der Banana Pie heißt der. Das ist hier dieses kleine Board, das ich hier liegen habe oder jetzt noch in der Hand halte. Das ist fast genauso groß oder so kompakt wie der Raspberry Pi, zeichnet sich aber durch ein paar Sachen aus, die, tja, weiter gedacht sind vielleicht. Er hat zunächst mal einen Dual-Core-Prozessor drauf, ist also wesentlich schneller, wesentlich leistungsfähiger. Er hat zusätzliche Sensoren drauf, also er hat einen Infrarotsensor drauf, er hat ein Mikrofon drauf. Das wird alles schon mitgeliefert. Er hat, was man vielleicht gar nicht so als wichtig sieht, er hat hier einen kleinen Power- und einen Reset-Schalter, dass wenn er sich mal aufhängt, braucht man ihn nicht direkt vom Netz zu nehmen, vom Strom zu nehmen, sondern kann ihn einfach resetten, also einfach auf Knöpfchen drücken. Und was er hat hier eine Festplatte dran. Ich kann also hier eine SATA-Platte dranhängen. Sie sollte nicht so eine hohe Stromaufnahme haben. Ich habe jetzt hier in dem Fall eine 1-Terabyte-Platte einfach mal rangehängt. Die lässt sich relativ einfach formatieren. Jetzt hier im Studio macht sie im Moment ein wenig Ärger. Sie lässt sich nicht richtig mounten, da ist irgendwas passiert. Stromversorgung ist wie beim Raspberry Pi auch schon wieder über Micro-USB. Wenn man mal drauf schaut und den Raspberry daneben hält, ist hier beim Raspberry die Stromversorgung. Hier ist auch ein Mini-USB oder Micro-USB-Stecker. Wenn man jetzt hier die Stromversorgung einsteckt, dann geht er nicht. Hier gehen zwar die Lämpchen an, aber er bootet nicht, denn die ist hier dummerweise auf diese andere Seite verlegt worden. Es gibt auch noch ein paar Sachen. Also er ist zunächst mal sehr leistungsfähig. Es gibt verschiedene Betriebssysteme dafür, von LeanMaker. Es gibt Ubuntu, es gibt Android, es gibt Raspberry, das habe ich jetzt hier gerade geladen. Es gibt SUSE, Linux, es gibt alle möglichen Betriebssysteme dafür. Die kann man sich frei von der Seite des Herstellers hochladen. Wenn der hier jetzt im Moment geht er nicht. So, das andere, was ich mal probiert habe, wir hatten ja in der... Ich weiß nicht, in irgendeiner Sendung hatten wir immer hier dieses kleine C-Programm für mit diesen grafischen Elementen. Also hier das ist dieses Glade, also die grafische Entwicklungsumgebung. Die kann man hier jetzt wirklich richtig benutzen. Beim Raspberry ist das alles sehr langweilig, weil er eben nicht so sonderlich schnell ist. Aber hierbei geht's und C2... Hier die Programme, wenn man sie neu kompiliert, laufen auch. Also das ist dieses eine, das hatten wir denn letztes Mal auch mit diesem GPIO-Board, mit dem hier, mit dem P-Face. Da konnte man dann auch die LEDs ein- und ausschalten. Und hier kommen wir jetzt zu den Sachen, die nicht so sehr schön sind. Ich nehme hier mal den Strom weg, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Wenn sich man das ansieht, sieht ja hier dieser I.O.-Port genauso aus wie beim Raspberry Pi. Allerdings, wenn man das P-Face mal da drauf steckt, ich weiß nicht, ob die Kamera das sieht, dann sieht man, dass es hier einfach nicht passt. Dass einfach dieser Videoausgang ein paar Millimeter zu weiter nach links, nach rechts gerückt ist. Hätte man ein bisschen weiter rüber gebracht, hätte auch dieses Erweiterungsboard gepasst. Gut, es gibt eine Abhilfe davon. Oder wenn man hier diesen Command und Control draufsetzt, der würde passen wieder, physikalisch. Aber man kann auch die anderen zum Laufen kriegen, theoretisch zum Laufen kriegen, muss ich dazu sagen. Wenn man sich hier dieses Erweiterungsboard holt, steckt es auf, dann geht es, vorausgesetzt, man schneidet hier unten die Ecke ein bisschen raus. Das sind keine Leiterplanen, das ist nicht weiter problematisch. Das geht und man kann dann hier die Erweiterungsplatinen draufsetzen. Denn der Hersteller sagt, der ist weitgehend kompatibel zum Raspberry. Allerdings habe ich die Erweiterungskarten noch nicht zum Laufen gebracht. Ich weiß nicht, warum. Es gibt in Foren verschiedene Vorschläge, wie man sowas machen kann. Die Libraries sind nicht richtig kompatibel. Das wird sicherlich noch ein bisschen Spielerei sein. Gut, es ist ein Hobbyprojekt, das macht mir dann Spaß. Ich gebe dir mal wieder ein bisschen Strom. Ich habe ihm zwischendurch auch ein anderes Betriebssystem untergeschoben. Ich habe ihm jetzt ein Ubuntu untergeschoben. Das ist viel einfacher. Das genauso gut bootet wie die anderen auch. Wie gesagt, er hat einen Dual-Core-Prozessor, hat auch so einen Gigabyte RAM an Bord. Was er auch noch sehr schön hat, er hat hier ein Megabit-Netzwerk drin, sodass er auch da schneller eingebunden werden kann. Gut, wir haben ihn jetzt hier, wie sonst auch, einfach über Drahtlosnetz. Das geht auch sehr einfach, man steckt das rein, die Linux-Systeme können das ja alles. Hier gibt es das super geheime Passwort, Banana Pi. Das ist super geheim, das kennt keiner und war auch falsch.
Jetzt sind sie alle am Lachen, weil ich das Passwort nicht mehr richtig weiß. Aber nicht richtig. Ist auch blöd, wenn eine doppelte Kombination drin ist. Es gibt noch was. Für den Raspberry gibt es ja diese Kameras oder auch die Infrarotkameras. Da haben ja hier den Kameraport dafür. Es gibt auch hier einen Kameraport. Der liegt in dem Falle hier oben. Da. Da liegt auch der Kameraport. Der sieht fast gleich aus. Nee, Entschuldigung, das ist der Banana Pi. Der hat hier den Kameraport, der liegt an einer anderen Stelle und ist auch nicht steckerkompatibel, er ist breiter. Und hier kommen wir eben, wie gesagt, zu den Problemen. Die Boards der GPIO, also die IOs, sind angeblich kompatibel zu dem Raspberry Pi. Allerdings, ich habe sie bis jetzt noch nicht zum Laufen gekriegt. Banana Pi, man muss hier für alles Passwörter eingeben. Ich habe sie bis jetzt noch nicht zum Laufen gekriegt, weil wahrscheinlich ein paar Control Lines anders liegen als beim Raspberry. Wenn wir mal auf den Rechnerbild, auf dem HDMI umschalten, dann sehen wir mal, was der Banana Pi alles an Ausgängen und Ein- und Ausgängen mitbringt. Es ist also wesentlich mehr, als der Raspberry das hat. Das ist sehr schön. Und ich bin auch überzeugt, dass irgendwann mal Peripherie dazu kommt, um das System auch so flexibel ausbaufähig zu machen wie der Raspberry Pi. Wie gesagt, er ist wesentlich schneller, er hat mehr Betriebssysteme zur Verfügung, er ist wesentlich einfacher in der Handhabung für das Programmieren, weil er einfach schneller ist. Und sogar das, hier müssten jetzt auch die Festplatte laufen. Also er hat mich hier soeben gefragt nach dem Passwort für die Festplatte, jetzt habe ich ganz viele offen. Nee. Das ist schade, dass das jetzt hier nicht geht. Das, zu Hause läuft das dann alles richtig, aber hier im Studio haben wir immer wieder das Problem, dass es dann nicht so geht, wie wir wollen. Hier ist er jetzt. Das hier ist jetzt ein Ubuntu. Das läuft einwandfrei. Also ich habe die drei Betriebssysteme, SUSE, Linux, Raspberry Pi, also ist Visi und Lubuntu getestet. Die laufen einwandfrei, sind schnell, ist bequem. Aber es ist eben ein Spielzeug und wird weiterentwickelt.